Hallo und herzlich willkommen. Wir haben uns jetzt nochmal gedacht, wir machen nochmal so einen kleinen Jahresrückblick. So ein bisschen über das, was bei uns im Fanclub passiert ist. Ein bisschen das, was bei Eintracht passiert ist. Wir haben tolle Gäste eingeladen. Zum einen Lionel Messi, Robert Lewandowski. Die sind leider nicht gekommen, aber dafür ist Christoph gekommen. Herzlich willkommen, Christoph. Hey, Mensch! Ich improvisiere mal ein bisschen nachher. Ja, danke, danke, danke. So, grüß euch, hi. Schön, dass du da bist. Ja. Wir wollen mal ganz kurz so ein bisschen Rückblick machen. Wir haben uns auch gesagt, wir werden jetzt wenig bis gar nicht schneiden. Deswegen wissen wir auch gar nicht, wie lang das Video so insgesamt wird. Wir werden so ein bisschen quatschen. Und ich hoffe, oder wir hoffen, dass es euch gefällt, dass ihr nochmal so für euch so einen Jahresrückblick machen könnt, so wie wir. Was hat es denn alles so gegeben? So, gleich vorweg. Es gibt schon mal Judenkaffee. Ja, wir haben uns ein bisschen gemütlich gemacht. Also wir haben auch ein paar Süßigkeiten da, wir haben Bier. Aber ich glaube, wenn wir jetzt jedes Mal Bier trinken würden, dann ist doof. Das Ende dieser Sendung nicht erleben. Das liegt aber auch zum einen daran, dass ich nicht viel Alkohol vertrage. Da würde Christoph dann den Rest alleine machen. Aber wir wollen euch ja hier durchführen und mit der einen oder anderen Information dann auch hoffentlich überraschen. In diesem Sinne geht's dann jetzt los. Ja, schön, dass ihr noch dran geblieben seid. Bevor wir jetzt loslegen, möchten wir uns natürlich auch bei unseren Partnern bedanken. Ich habe mir so ein bisschen was vorbereitet, um hier durch diese kleine Revue durchzuführen. Aber ein ganz besonderer Dank gilt natürlich an unsere Partner, die auch in 2021 uns die Treue gehalten haben. Da ist natürlich auch zum einen die Firma Wolters, Jens und Kowerk dafür stellvertretend, ASH Catering, kann nur Giancarlo sein, ne? Ja. Giancarlo ist da unser bester Mann, Gonzos Löwen Lunch, das Adventure Golf am Bernsteinsee, wir haben die Schwarzlichtlöwen als Partner, wir haben Laser Rebellion, wir haben Stempeldübel, Fußballspezialist, wir haben Blumenmann da, die Seelgross, das Autocenter Lindenberg, das Sanitätshaus Mühlenheim, die Boutique Birkenstock, 65 Grad Nord, Astwerbung und Mundstock, die uns in diesem Jahr die Treue gehalten haben. Und wir hoffen, dass ihr natürlich auch im nächsten Jahr bei uns bleibt. So viel jetzt zum Thema Dank. Im Januar ist traditionell so ein bisschen wenig los. Also ne, der Jahreswechsel ist gerade so ein bisschen passiert. Und durch Corona hat man natürlich auch im Januar ganz viele Spiele der Eintracht. Also Corona hat den Spielplan ein bisschen zusammengedrückt. Das, was wir auf jeden Fall gemacht haben, da hat uns Eintracht auch sehr gut unterstützt. Wir haben die Wahl zum Spieler des Jahres 2020 gemacht. Wer hat gewonnen? Ah, Yassi. Jasmin Fese, bester Mann. Grüße gehen raus an Yassi. So, und wir haben gesagt, jedes Mal, wenn wir irgendwie grüßen, dann trinken wir auch. Ne? Ja, auf Yassi. Mal gucken, wie lange wir das durchhalten. Mit Alkohol werde ich jetzt schon breit. So, ihr hattet abgestimmt. Yassi ist es geworden. Das werden wir natürlich auch in 2022 machen, dass wir den Spieler des Jahres 2021 suchen und dann dementsprechend küren. Vielen Dank an Eintracht. Grüße gehen raus an Eintracht. Das ist auch schön. Für das Video, nein, für das Video, was wir uns zur Verfügung gestellt haben. Achso, so, ja, Grüße, das war schön. Ja, oh ja, nee, das müssen wir. Also wenn wir schon grüßen, dann anstellen. Ne? Ja. In dem Zusammenhang dann Grüße an Denise Schäfer, die uns das Video zur Verfügung gestellt hat. Findet ihr auch in der Playlist, falls ihr euch das gerne nochmal ansehen wollt. Dann hatten wir, naja, in der zweiten Liga nicht so gute Erfahrungen gemacht, was die Ergebnisse anging. Also wir hatten in Aue mit 3-1 verloren, aber dann gegen Fortuna Düsseldorf noch 0-0 gespielt. In der gleichen Woche gegen Würzburg 0-0. Im Heimspiel gegen den HSV gab es dann nach einer 2-0-Führung noch eine 2-4-Klatsche. War jetzt auch nicht so schön. Du weißt uns echt alles noch aus dem Kopf, so, also größtenteils, ne? Nee, ich habe mir das aufgeschrieben. Was mir aber in Erinnerung geblieben ist, ich weiß nicht, wie es hier geht, wir haben 2-0 geführt
und dann dem HSV tatsächlich 3 Tore geschenkt. Ne? Ja. Ja, da kann ich mich auch noch von erinnern. Die wären hier echt sang- und klanglos untergegangen, wenn wir uns ein bisschen cleverer angestellt hätten. Ne? Ja. Naja, gut, an uns hat es nicht gelegen, dass der HSV tatsächlich den Klassenerhalt ohne uns geschafft hat. Ja, im Heimspiel gegen Heidenheim konnte man dann tatsächlich 1-0 gewinnen. Na, Grüße gehen raus nach Heidenheim. Ja. Oh Gott, das halte ich nicht lange durch. Vielleicht auch wenn es nur Kaffee ist, aber, ja, dann müssen wir noch ein Bierchen trinken. Ja, also am Ende des Monats in Kiel 3-1 verloren, Tabellenplatz 17. Das war so der Januar. Mhm. So, wie war diese Corona-Zeit für dich? Also der Lockdown, ne, jetzt haben wir ja Lockdown Deluxe. Ja. Also ein bisschen was dürfen wir ja machen. Jetzt nicht mehr ganz so viel, aber wir dürfen trotzdem noch ein bisschen was machen. Wenn man dann mit Gasmaske und Schnelltest durch die Gegend läuft. Dann geht das alles. Aber so im ersten im Januar letzten Jahres war es ja noch ein bisschen drastischer, ein bisschen krasser. Was war für dich so im Januar? Es war alles schwierig eigentlich, fand ich. Also es hat alles nicht so viel Spaß gemacht. Ne? Also eigentlich gar nicht. Es war nichts los. Wir konnten nichts machen. Konnten nichts mit den Mitgliedern machen. Fußball war auch nicht so berauschend, wie Pöli eben auch gerade mal so vorgetragen hatte. Und er ist eigentlich eine harte Zeit für jeden, denke ich mal, gewesen. Will ich auch gar nicht so viel drüber reden, ne? Weil wir wollen lieber nach vorne gucken, positiv sehen, mal gucken, was passiert. Also das, was tatsächlich was ich für mich entdeckt habe, kann ich euch auch nur empfehlen. Ich habe per Zufall über YouTube oder bei YouTube einen Kanal gefunden, Miniatur Wunderland. Da haben diese Modellbauer. Ja. Ne? Bin ich totaler Fan von, habe mir auch alle Videos reingezogen, völlig weggesucht, habe es dann auch tatsächlich geschafft, in diesem Jahr mal nach Hamburg zu fahren und mir diese Anlage anzugucken. Genial. Liebe Grüße nach Hamburg, ins Miniatur Wunderland und jo, Prost. Prost. Oh Gott, das wird was werden. Ja, Februar. Mensch. Der Februar. Eintracht hilft, hat eine Sammelaktion gemacht für Obdachlose. Da war von jetzt auf gleich relativ viel Alarm. Da haben auch ganz viele Eintracht-Fans mitgemacht, was ich auch sehr gut fand. Das war jetzt in Kralriede irgendwo, konnte man die Sachen abgeben. Da war richtig viel los, es wurde richtig viel gesammelt und in dem Zusammenhang kann man sich eigentlich nur an die Eintracht-Fans bedanken. Jo. Ne? Prost. Ne? Ja, Grüße gehen raus an, ne? Die Eintracht-Fans. Die Eintracht-Fans. Ich glaube, wir müssen gleich mal einen Werbebreak machen, dass wir noch Kaffee nachholen. Naja, wir haben dann über die Braunschweiger Landessparkassenstiftung. Tja, ja, Grüße gehen raus. Die Braunschweigische Landessparkassenstiftung. Hatten wir einen Antrag gestellt, dass wir ein bisschen Geld kriegen für Equipment, was wir dafür nutzen wollten, um den YouTube-Kanal zum Leben zu erwecken. Das haben wir dann auch bekommen, 500 Euro. Haben davon die Kamera gekauft, haben noch so ein bisschen Technik dazu gekauft. Das haben wir mittlerweile ein bisschen erweitert. Das ging dann so zulasten der Fanclub-Kasse. Aber dass wir euch auch halbwegs semi-professionelle Videos zeigen können, auch wenn wir beide jetzt schon nicht so... Ja, die Darsteller sind natürlich... Ne? Komm, reden wir gar nicht drüber. Nee, da gehen auch keine Grüße an die Darsteller raus. Ne? Ja, das lassen wir jetzt. Aber zumindest habt ihr so ein paar bewegte Bilder. Und wir haben die Möglichkeit, euch zu erreichen, ohne dass wir uns sehen, also das Bestmögliche aus dieser Situation rauszuholen. In dem Zusammenhang, wenn ihr nichts verpassen wollt von uns, dann lasst gerne ein Abo da, damit auch du zu den ersten 100.000 Abonnenten gehörst. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 60 oder so. Also es bleibt nicht mehr viel Zeit, deswegen lasst du dir keine Zeit und klick auf den Abo-Button. Glocke alarmieren, dann kriegst du alle Infos. Ich wollte gerade sagen, die Glocke. Die Glocke, ne? Gut zu machen. Der Grüße gehen raus an die Glocke. Der Grüße gehen raus an die Glocke. So. Dann hätten wir auch noch dreijähriges Bestehen im Februar. Ja.
konnten wir leider auch nicht feiern. Vieles ist diesem Scheiß zum Opfer gefallen. Ja. Ja. Nichtsdestotrotz versuchen wir aber es besser einfach draus zu machen. Positiv ist aber die Zusammenarbeit mit Bena Air herauszuheben. Ja. Also wir haben jetzt tatsächlich einen Stream an der Hand, das ist bei uns auf der Homepage auch verlinkt. Könnt ihr euch gerne reinziehen, der macht wöchentlich ein Spiel der Woche. Unabhängig von der Sportart können sich Sehbehinderte, natürlich auch Sehende, an diesem Spiel beteiligen und das Spiel der Woche voten und damit dann per Radio bzw. Livestream sich das Ganze live übertragen lassen. Dann hatten wir uns gedacht, Eintracht hilft, die Aktion war so gut, das hat uns sehr gut gefallen, aber wir wollten noch ein bisschen nachhaltiger was tun. Also nicht einmal auf einmal alle spenden und loswerden, sondern wir haben uns dann gedacht, okay, wir treffen uns mal mit dem Tagestreff Iglu. Da gehen Grüße raus an Viola und Hanna. Ja, richtig, ganz wichtig. Grüße. Grüße. Wenn wir jedes Mal anschlagen würden, denn... Oh, ja. Einen Schluck habe ich noch. Also einmal muss ich gehen. Noch einmal geht noch. Ne? Ja. Mit denen hatten wir uns dann getroffen. Auch da haben wir Videos zu. Die sind auch ebenfalls in der Playlist verlinkt gemacht. Und erstmal so ein bisschen was zu diesem Thema überhaupt recherchiert. Also auch da gibt es ganz viele Informationen. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen und nicht verpassen. Dann haben wir noch ein neues Ehrenmitglied. Dürfen wir auch nicht vergessen, dass Christoph dann hingefahren, ne, den Christian Wilmers. Richtig, genau. Grüße gehen raus an Christian. Richtig, ne? Christian, ne, geile Sau. Ja, Christian. Ja. So. Ja, auch herzlich willkommen in unserem Kreis. Vielen Dank für das, was du für uns getan hast. Wir wissen, das ist mit uns nicht immer ganz einfach. Besonders mit Pöli. Aber ich gebe mein Bestes, ne? So. Kommen wir jetzt zum Fußball hier? Von mir aus. Einmal ganz kurz zum Fußball. Ja. Okay. Also das Derby gegen Hannover, gegen Hanoi, wurde mit 1-2 verloren. War jetzt natürlich nicht so schön. Vielleicht hätte man, wenn man das Spiel gewonnen hätte, die Liga gehalten. Man weiß es immer nicht. Alles rein hypothetisch. Dann gab es in Bochum gleich noch eine 2-0-Niederlage. Im Heimspiel gegen Regensburg konnte man dann tatsächlich mal wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Wir haben damit 2-0 gewonnen. Aber in Nürnberg gab es dann wieder 0-0. Also das waren dann ja, aus diesen 4 Spielen nur 3 Punkte. Das ist natürlich auch ein bisschen wenig. Ja, ja. Das war der Februar. So, und da sind wir wieder zurück. Aus der Werbepause. Aus der Werbepause sind jetzt auch schon im März. Wir haben gerade noch mal so in diesem kleinen Break so das ein oder andere besprochen. Und natürlich gibt es auch immer so das ein oder andere, was man diskutieren kann. Lohnt sich das überhaupt? Wie viele Mitglieder haben wir denn so roundabout? Ja, es schwankt immer. Also was heißt es schwankt immer? Es gibt halt auch mal immer mal wieder leider auch Abgänge aus verschiedensten Gründen. Wir haben auch immer wieder Zugänge. Dadurch kann ich das eigentlich immer nicht so genau sagen. Also ich könnte jetzt nachgucken und den Stand jetzt, der kann sich aber morgen auch schon wieder geändert haben, liegen immer so zwischen, oder was heißt immer, wir liegen so zwischen, sagen wir nein, 180 roundabout, ne? Plus, minus haben wir immer. Und ich denke, das ist schon eine sehr gute Zahl. Ich denke mal, das zeigt, dass viele unseren Fanclub gut finden. Und dass es ja eigentlich auch Spaß macht, wenn wir nicht gebremst werden von äußeren Einflüssen, wie zum Beispiel die jetzige Situation. Coronavirus. Genau. Aber wie gesagt, so um die 180 pendeln wir uns eigentlich mal ein. Ich überlege gerade, wer das Lied gesungen hat. 19. Covid-19. Nein, 19. Boah. Das ist etwas länger her, ist ein Klassiker. Aber okay. Wir sind jetzt im März, um mal wieder zurückzukommen. Ne? Wir haben im März tatsächlich mal so unter uns ein paar zusammengelegt, haben mal Lebensmittel für den Tagestreff eingekauft und übergeben. Allein das Einkaufen war toll, hat echt Spaß gemacht.
Die Fotos müsste man auch mal irgendwie dann mal so zeigen, ja, die dabei entstanden sind. Ja, also es war schon toll. Und im Tagestreff hat man sich da auch tatsächlich sehr drüber gefreut. Ja. Das war echt eine tolle Aktion, einiger weniger. Da dann nochmal der Appell an euch. Gott, ich bin schon besoffen vom Kaffee. Ja, aber ich merke da langsam auch, so Blutdruck steigt. Und also, ihr werdet euch sicherlich fragen, wann haben wir das Video gedreht. Das haben wir nach dem Mappenspiel gedreht, da kommen wir aber später nochmal zu. Also im Januar. Ja. Wir haben in die Glaskugel geguckt. Wir haben die Ergebnisse geraten, ihr könnt sie überprüfen oder nicht. Nein. Wir haben das im Dezember jetzt tatsächlich kurz vor der Veröffentlichung gedreht und nach dem Mappenspiel, das heißt also das letzte Spiel auswärts bei Viktoria Köln, können wir euch leider nicht das Ergebnis liefern und natürlich auch nicht das Heimspiel gegen Kaiserslautern. Aber wir wollen ja auch nächstes Jahr wieder ein Jahresrückblick machen und dann, wenn es keiner von uns vergisst, wenn wir diese Ergebnisse mit aufführen. Aber ganz kurz zum Thema, wir haben das Video nach Mappen gedreht, ne? Grüße gehen raus an Mappen. Ne? Ja, Marc. Marc, ne? Und danke für die 5 Tore. Kleine Anekdote dazu. Wir sind ja nun auch noch in der regionalen Gruppe Niedersachsen sehr stark vertreten. Ja. Und unser geschätzter Kollege aus Halse hatte das Ergebnis nicht mitgekriegt. Aber das ist jetzt wirklich nur so am Rande. Und dann kam natürlich von Marc Glückwunsch nach Braunschweig und war ja sehr knapp. Und dann hat unser Kollege aus Hanoi noch geschrieben, ja, war wirklich knapp, scheiß Nachspielzeit. Und ich hatte dann noch reingeschrieben, ja, es kann aber nur einen geben. Und unser geschätzter Kollege hat dann gedacht, das wäre wirklich super knapp gewesen. Das Spiel hat dann gleich nachgeguckt und natürlich auch diesen Affen dann reingepostet. Von daher, Grüße gehen raus an Havelse, ne? Ja, würde ich auch sagen. Sorry, ne? Ihr seht, wir haben nachgekippt. Ja, Becher ist voll. Ja, so, im Fußball gab es dann tatsächlich gegen Sandhausen als Mitkonkurrent gegen den Abstieg ein 1:0 Heimsieg, kann ich mich auch noch dran erinnern. Das war so ein bisschen dieses dreckige 1:0. Ja, stimmt. In Karlsruhe gab es dann ein 0:0. Ja, und dann unentschieden gegen Darmstadt 1:1 im Heimspiel. Ja, das war dann so der März. Also da gab es ja noch die Länderspielpause dazwischen. Ja. Deswegen waren es nur 3 Spiele. Man war wieder so ein bisschen auf Kurs. Und es sah eigentlich auch gar nicht so schlecht aus, wenn man denn jetzt tatsächlich an diese Erfolge, also im März waren wir ja tatsächlich umgeschlagen, hätte anknüpfen können. Wo wir gerade so beim Fußball sind, jeder hat ja so ein Lieblingstrikot oder was er gut findet. Ich finde zum Beispiel das von Türkgücü unheimlich schick in dieser Saison mit diesem Aufdruck überall Familie. Finde ich, das Ausweichtrikot ist super gelungen. Was ist denn so dein Favorit? Ja, also ich finde viele Trikots eigentlich gar nicht schlecht. Also ich finde zum Beispiel auch unser schwarzes Trikot finde ich sehr gut. Gefällt mir auch sehr gut. Muss ich sagen. Und die von Yassi, die sind immer toll. Ne? Das sind die beste, Yassi beste Mann. Ne? Grüße gehen raus, ne? Muss leider sein. Ne? Nee, aber ich bin auch, wenn mich vielleicht die ein oder anderen dafür verurteilen, ich finde auch von Leipzig das Ausweichtrikot sehr schön. Ich gucke nämlich auch doch noch relativ viel erste Liga, Pöri ja nicht so. Der ist da eher Max noch Zweiter, ne? Naja, ich sag mal, alles außer Eintracht ist scheiße, von daher wollte ich mir den Rest nicht angucken. Ja, ich verfolge dann doch schon so das ein oder andere Spiel dann auch noch, aber nee, wie gesagt, also ich glaube, wenn ich mich jetzt wirklich final entscheiden müsste, dann ist das unser schwarzes Trikot und das gefällt mir sehr gut. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare unten drunter schreiben, welches euer Lieblingstrikot ist. Warum? Also was gefällt euch da dran? Es muss jetzt nicht unbedingt das Eintracht-Trikot sein. Brauchen wir jetzt nicht diskutieren, dass wir das schönste Trikot der gesamten Welt eigentlich haben. Das steht außer Frage. Aber welches Trikot gefällt euch noch? Lasst doch das gerne mal in den Kommentaren einfach unten drunter, dass wir darüber diskutieren können. So, das war der März. Ja. Kommen wir in den April. April hatten wir dann tatsächlich unser erstes YouTube-Video online gestellt, also das erste eigengedrehte. Ja, und dann nochmal vielen Dank an den Tagestreff, die uns da also auch
extrem gut entgegengekommen sind. Also wir konnten nach den Geschäftszeiten da drehen, wir konnten das Interview mit Viola und Hanne drehen und mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Das war auch sehr lustig. Dafür haben wir auch Outtakes. Ja. Finde ich mega lustig. Ich eigentlich auch, ja. Gehört komischerweise zu unseren schwächsten Videos. Ja. Obwohl wir es am lustigsten finden eigentlich, ne? Vielleicht irgendwie, ja, weiß ich nicht. Da sind so alle Patzer drin und ja. So, ne? Und wenn man sich das, also wenn wir uns das heute noch angucken, dann könnten wir immer noch zusammenbrechen vor Lachen. Ja. Vielleicht habt ihr da auch Interesse dran oder Spaß dran. Wir mussten jedenfalls feststellen, dass YouTube-Videos echt harte Arbeit sind. Also ja. Alleine die Vorbereitung, ihr seht, das sind hier richtig viele Zettel, um nicht zu vergessen, um tatsächlich auch sowas wie einen roten Faden zu haben, um durch bestimmte ja, Situationen quasi sich einwandfrei oder sicher zu manövrieren in so einem Video und das dann alles zu schneiden und da geht natürlich auch ganz viel schief und unser Kameramann Timo, der heute wieder hier ist, danke Timo, dass du da bist, ne? Grüße gehen raus. Das ist ja an Timo, ne? Timo, der sich manchmal das Lachen hinter der Kamera verkneifen muss. Ist es so, dass wir tatsächlich festgestellt haben, dass es ja extrem viel harte Arbeit. Also früher habe ich immer gedacht, Influencer, ne? Ja. Kamera aufstellen. Easy Job. Irgendwas präsentieren, easy, bisschen rumlabern, so ja. Schwafel, Sülz. Aber nee, das ist tatsächlich harte Arbeit. Und deswegen haben wir natürlich auch nicht so eine gewisse Regelmäßigkeit in unseren Videos. Heißt also, dass wir jetzt Zeitpunkte haben, wo wir was veröffentlichen. Das kriegen wir zeitlich gar nicht hin. Du gehst arbeiten, ja. Hast Familie, ich gehe arbeiten, hab Familie. Dann haben wir auch noch unsere Eintracht und den Fanclub. Und irgendwann ist ein Tag auch mal zu Ende. Gruppe Niedersachsen. Ja. Ja. Von daher, das ist schon super anstrengend. Aber damit wollen wir euch jetzt auch gar nicht weiter langweilen. Genau. Wir haben auch, oder durch diese Hilfe beim Tagestreff, bin ich auf ein Zitat gestoßen vom Theologen Paul Gerhardt. Und das lautet, große Gelegenheiten, anderen zu helfen, ergeben sich selten, kleine dagegen täglich. Heißt also, ihr müsst nicht immer warten, bis irgendwo eine Flutkatastrophe ist oder wo jetzt die ganze Welt zum Spenden aufruft oder sich mit irgendwelchen Arbeiten zu beteiligen, wie auch immer. Ihr könnt auch bei uns immer wieder spenden, helfen. Wir würden uns sogar wünschen, wenn das mehr Leute mitmachen. Ja, allein schon, schön, wenn ich unterbreche, aber allein schon für den Tagestreff suchen wir ja immer, ob es jetzt Sachspenden in Sachen, ja, Dosensuppen etc. oder halt einfach mal kurz mit uns sprechen und ja, so gesehen Geld spenden halt immer, ja, unter Spenden einfach aufs Konto überweisen. Genau. Und einfach im Betreff dann eben auch genau. Reinschreiben, wofür das Geld gedacht ist. Wir leiten das dann alles weiter. Ja. Und es ist ja wirklich nichts einfacher, selbst wenn ihr euch jetzt nicht abschleppen wollt, dann nehmt so einen Einkaufsgutschein mit von Discounter XYZ, den können die auch super gebrauchen. Oder so wie ich es mache, ich nehme beim Einkauf immer ein bisschen mehr mit, ich habe so eine Kiste, da kommt dann das für den Tagestreff rein und dann fahre ich das bei Gelegenheit vorbei. Und wenn ihr da Unterstützung braucht, dann sagt Bescheid und wir kommen dann auch und holen es ab, bringen es dann zum Tagestreff. Ja, aber dann haben wir natürlich uns gedacht, ja, jetzt müssen wir auch mal irgendwie was Großes machen, haben dann eine Waxing-Challenge eröffnet, haben gesagt, okay, wir lassen uns die Beine wachsen. Sieht man bei mir übrigens immer noch, dass da mal was passiert ist. Also sind wieder Haare da, aber nicht so wie vorher. Okay. Also du rasierst dann auch mal bis zur Pussy hoch, ne? Ja. Ja, aber glatt, ne? Glatt, na klar. Der neue Gillette-Klöten. da haben wir versucht, euch zum Spenden zu animieren und wollten unser Spendenziel von 200 Euro erreichen. Das haben wir dann auch übertroffen. Es ja. Sind dann nachher 750 geworden, wenn ich irre. Ja, ja. Ja, und da mussten wir ran, denn ne, auch das Video ist in der Playlist. Guckt es euch an. Ist nicht ganz so optimal gelaufen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Nichtsdestotrotz haben wir unseren Einsatz eingelöst. Da auch nochmal vielen Dank an Micha und an Gonzo, die da auch mitgemacht haben. Ja. Und unseren Kameramann Timo, der dann dachte, naja, so schlimm ist es nicht. Ne? Genau, aber dann geheult hat, ne?
Nein. Da liefen dann die Tränen und 14 Tage lang konnte er nicht laufen wegen einem Streifen. Ich hatte die meisten Beinhaare. Ja gut, ja, weiter. Gut. Dann haben wir bei der Eintracht-Stiftung an einem Wettbewerb teilgenommen. Mhm. Zum Thema Rassismus und wir hatten uns überlegt, dass wir mitmachen bei diesem Preis Eintracht in Vielfalt und haben Mitglieder gebeten, sich gegen Rassismus zu positionieren. Haben dann auch dementsprechende Fotoaktion gemacht, die wir wochenlang bei uns auf der Homepage hatten. Bleibt mir eigentlich nur. Grüße gehen raus an die Mitglieder, die mitgemacht haben. An alle, die mitgemacht haben, ja, danke. Und dann haben wir ja, das eigentlich auch erfolgreich zu Ende gemacht. Auch da muss man einfach sagen, Rassismus ist scheiße, ne? Ja. Ist eigentlich Nirgo. 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 Ja. Haben wir sonst noch was im April gehabt? Schlechtes Wetter teilweise. Gut, das hatten wir das ganze Jahr über. Ja, gut. Die AIDA, wir hatten so viel Regen, die AIDA hat uns angerufen und gefragt, ob sie uns zu Hause abholen sollen. Ja, ja, stimmt, aber da war was, ja, ja. War ein bisschen sehr verregnet. Nichtsdestotrotz. Nee, aber da, das wirklich, war glaube ich soweit dann auch erstmal alles. Mhm. Ist mir jetzt nochmal eingefallen, dann würde ich sagen, aber auch nochmal, ja, gerade da in dem Monat dann auch nochmal Grüße gehen raus an die Eintracht-Stiftung, oder? Genau. André? André, ne? So, fußballerisch, um jetzt mal wieder den zurückzukommen auf unsere Eintracht. In Hamburg bei St. Pauli gab es eine 2-0-Niederlage. Ne? Dann gab es eine wunderschöne Aktion, als unsere Mannschaft nach Osnabrück gefahren ist. Da standen Fans Spalier am Stadion, haben die Mannschaft verabschiedet, weil Mitreisen ging ja nicht. Das heißt also, die Unterstützung vor Ort musste leider ausbleiben. Ja, hier hat sich die Mannschaft bedankt mit einem großartigen 4-0-Sieg in Osnabrück. Grüße gehen raus an Hubert. Ja, ne? Hubert, ne? An Osnabrück, sorry. Ich nehme jetzt schon mal kleinere Schlücke. Ja, aber wir haben uns ja in dieser Saison wieder gesehen, von daher ja, nicht so schlimm. Also wir haben auch jetzt nichts weggenommen, was er nicht sowieso schon hatte. Ja, dann gegen Paderborn gab es 0-0. Da hatten wir aber schon vier Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz. Mhm. Und 5 auf den Tabellen 17 Sandhausen. Aber Sandhausen hatte allerdings 2 Spiele weniger. Naja, und dann sind wir zu einem Mitaufsteiger, Greuther Fürth, gefahren. Da gab es dann ein 3-0 für Fürth. Mhm. War jetzt also auch nicht so prickelnd. Und dann lagen die Hoffnungen eigentlich auf dem Heimspiel gegen Aue. Aue, das gibt Aue, aber das wurde dann eben auch 2-0 verloren. Und damit war der April dann für uns quasi durch. Ja. Kommen wir jetzt zum Mai. Aber bevor wir zum Mai kommen, Christoph, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, so in Bezug auf Eintracht, was wäre das? Ja, also eigentlich bin ich ja immer ein bisschen bescheiden. Ne? Ich sage ja dann gerne auch mal Klasse halten. Ne? So spielen wir gegen Meppen, ne, um das nochmal vorwegzunehmen. Nein, aber eigentlich doch, ich würde mir echt wünschen, in der zweiten Liga mal Fuß zu fassen. Also das wäre eigentlich, wo ich sage, das wäre mal so mein Wunsch, dass wir uns da mal wieder festigen und gute Zweitligaspiele machen. Mhm. Und uns da wirklich halt mal halten. Das wäre so mal mein Wunsch, der hoffentlich bald auch wieder mal in Erfüllung geht. Also zumindest, dass wir jetzt doch um den Aufstieg mitmachen, aber so richtig ernst. Und dann vielleicht auch aufsteigen und uns da auch erstmal halten. Mhm. Das wäre eigentlich so mein jetziger Wunsch zum Thema Eintracht. Okay, ich bin da ein bisschen bescheidener. Jeder weiß, ich mag die dritte Liga. Da sind Heimspiele. Man kennt noch genug Leute. Das Eventpublikum fehlt meistens. Natürlich sportlich, immer erste Liga, gar keine Frage. Auch die deutsche Meisterschaft, ne, wäre schön. Ihr wisst, Bayern spielt nur deswegen mehr um die Meisterschaft, weil die einfach zu feige sind für den Abstiegskampf.
Das können die nicht, das wollen die nicht. Deswegen sind die immer vorne weg. Genau. Haben das wohl auch mit dem DFB irgendwie so abgemacht. Also den Bayern-Bonus, der kommt ja nicht von irgendwo her. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ja, auch lieber vorsichtig, ne? Man weiß halt nicht. Genau, ne? Nachher kriegen wir eine Strafanzeige oder so. Richtig. Ne? Ja, dann sind wir schon im Mai. Und im Mai, traditionell, geht es aufs Saisonende zu. Im Fanclub konnten wir leider nicht so viel machen. Also alles, was wir so geplant hatten, wo wir gedacht hatten, hey, das könnte man durchziehen. Unsere Beteiligung an einem Inklusionsturnier, Sommerfest und so weiter, war halt alles noch auf wackeligen Beinen. Das war auch noch nicht wirklich klar, inwieweit man sich bewegen konnte, durfte. Deswegen mussten wir das auch alles erstmal auf Eis legen und verabschieden. Wir sind dann nach Düsseldorf gefahren, also nicht wir beide, sondern unsere Eintracht. Da hat man 2-2 gespielt und in der Zwischenzeit hatte Sandhausen in diesen Nachholspielen leider ordentlich Punkte gesammelt und wir waren wieder auf dem Relegationsplatz. Die Hoffnungen waren also darauf gelegt, diesen Relegationsplatz zu halten und sich dann vielleicht doch noch in der zweiten Liga, ja, quasi zu etablieren. So was deinem Wunsch ja entsprechen würde, ne? Aber ausgerechnet gegen Würzburg gab es eine 1-2 Niederlage im Heimspiel und Würzburg stand schon als Absteiger fest. Das war natürlich sehr bitter, weil die Punkte hatte man sicherlich irgendwo schon mit eingerechnet. Ja. Ja, aber wie das halt so ist, ne? Würzburg nicht zu verlieren, Sommerfußball, Attacke. Ja, jetzt musste quasi Wunder her, das war noch die Relegation erreichen. Das war dann auch schon fast der Fall. Also Sandhausen hat den Bochum verloren, Osnabrück hat den Aue verloren. Ja, aber wir leider beim HSV mit 4-0. Ja. Und dann ging es dann halt wieder. War's was. Eine Klasse tiefer. Wenn du jetzt mal so zurückblickst, ne, wir haben ja jetzt auch dieses Jahr schon ein paar Spiele hinter uns, auch ein paar Heimspiele, wo wir Entschuldigung, wieder in Stadion durften. Was war so das Lustigste für dich, was du so erlebt hast? Ja, eigentlich erlebe ich ja immer lustige Sachen mit dir. Ne? Ja, es gab lustige Situationen auch, wo man dann vielleicht seiner wirklichen Aufgabe, sage ich mal, entfremdet wurde und einfach mal ein paar andere Dinge mit übernommen hatte, wie die dann auch abliefen im Hintergrund, wo ich jetzt erstmal gar nicht so weit drauf eingehen möchte. Du weißt aber so ungefähr, was ich meine. Das war, also es war ja vieles anders, oder es ist ja immer noch vieles anders und es ändert sich ja auch permanent. Und ja, das war halt so ein bisschen, es war eigentlich, jeder Spieltag war neu spannend, weil man nicht wusste, was passiert jetzt. Und was ich eben halt schon angeschnitten hatte, so seine normalen Aufgaben, hat man ja gemacht, aber es kam immer noch mal in einem oder anderen Spieltag irgendwas anderes dazu. Also ich habe mich da auch, oder wie gesagt, ich habe da schon Stadionhefte durch die Gegend geschoben. Einfach irgendwie war irgendwas anderes, war immer. Und lustig ist es ja fast immer, wenn wir jetzt schlechte Ergebnisse weglassen. Aber sonst haben wir da eigentlich immer unseren Spaß, auch mit unseren Fans. Und da möchte ich jetzt... Also bevor die jetzt weiter, du meinst wahrscheinlich Hulk? Ne? Ja, ich meine Hulk. Hulk ist ja beste Grüße gehen raus an Hulk. Sven Schwarz. Ja. Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, ob Sven weiß, dass er seinen Spitznamen Hulk von uns gekriegt hat. Ja, das weiß ich auch nicht, aber das können wir ja beim nächsten Spiel dann genau mal beibringen. Aber was mir wirklich als lustigstes in Erinnerung geblieben ist, das war beim Fridin Türkgücü. Vielleicht kannst du dich da noch dran erinnern, ist ja noch gar nicht so lange her. Kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Wir haben mit deinem Arbeitskollegen und Kumpel Daniel zusammengestanden, hinter der Ringgrade. Ja, 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 ja. Und dann fiel das 2-0. Ja. Und Daniel ist wie ein Besenkter rein in den Block gerannt, hat uns da quasi stehen lassen. Und ich habe Christoph angeguckt und denke, was will er denn jetzt da drin? Glaubt er, kriegt die Zeitlupe zu sehen oder die Wiederholung? Und er hat es quasi echt gedacht, ich guck mir jetzt mal schnell die Wiederholung an. Ja, Daniel, ne? Grüße gehen raus an dich, ne? Na, Prost, ne? Prost. Ja, stimmt, das war... Also das fand ich... Ja, doch, das... Das war schon mega lustig, ja, ne? Doch. Gut, dann kommen wir jetzt zum Juni.
Also auch im Juni haben wir Tippspiel gemacht für die Euro 2020, die ja quasi nachgeholt wurde. Auch da nochmal der Hinweis, unsere Tippspiele sind kostenlos, einfach anmelden. Der Link ist immer auf unserer Homepage. Es gibt Macht einfach mit. Es gibt coole Sachen zu gewinnen auf jeden Fall. Also da sorgt ganz speziell auch Pödi immer nochmal so für so ein kleines i-Tüpfelchen, dass da auch wirklich coole Sachen dabei sind, muss ich ja sagen. Gucken zwar immer gemeinsam auch, was kannst du werden, was kannst du geben, halten die Augen auf, aber doch bei dir bin ich dann manchmal so, echt, ja, cool, was du da wieder ausgegraben hast. Ja, doch. Ja. Also auch da lohnt sich das Mitmachen tatsächlich. Ja. Und wir setzen immer so ein Punktelimit, wer da drüber ist, kommt in die Sonderauslosung und hat, also auch wenn man nicht vorne die ersten drei Plätze belegt, immer noch eine Chance, was zu gewinnen. Wir haben dann auch tatsächlich im Juni unsere Challenge eingelöst, ne? Diese Waxing-Challenge, ja. Das war im Juni. Schön zum Sommer, ne? Kurze Hose. Ja, genau. Auch lustig, müsst ihr euch unbedingt angucken. Wir haben sowas wie eine Mannschaftsausstellung, ne? Alle kommen reingelaufen, ne? Präsentieren sich einfach, oh, dann kommt Gonzo. Ja. Ja, unbedingt gucken, ja, wer es noch nicht gesehen hat. Grüße gehen raus an Gonzo. Ja, Grüße gehen raus an Gonzo. So, die Euro 2020 im Jahr 2021 ist auch voll witzig. Ja. Unsere Nationalmannschaft war dann nicht so gut wie erwartet. Ne? Wahrscheinlich hat Jogi Löw da auch in jedem Spiel gesagt, es stand ja vorher fest, dass er aufhörte, ne? Jungs, spielt anständig, sonst ist das mein letztes Spiel. Mhm. Ja, das haben die wohl irgendwie missverstanden oder so. Na gut, Italien ist es dann geworden, meiner Meinung nach auch verdient, zu Recht. Ja, und insgesamt war der Sommer sonst eher trostlos. Ne? Das war jetzt nicht so. Wir konnten wenig planen, Urlaubszeit ging los. Und ja, es war ja sehr schwierig, ich möchte nicht immer wieder auf dieses Thema zurückkommen, aber es ist ja heute noch schwierig, wo wir später vielleicht auch nochmal zukommen. Aber man plant was, dann überdenkt man es nochmal, denkt sich, ah, das könnte passieren, dass wir dann vielleicht das und das ändern müssen, aufgrund der Bestimmung, dann hört man auf zu planen, dann fällt dann was Neues ein, dann plant man weiter. Dann hat man so gedacht, ja, so genau so kann man das machen und dann kam wieder, nee. Dann hofft man sich wieder was Gutes, wie auch alle anderen draußen halt sich in der Zeit immer denken, ah, da, oder dachten oder wie auch immer, da geht es jetzt wieder bergauf und ja, es wurde dann immer doch einen, so einen Stock zwischen die Beine geworfen. Und deswegen. Gut, das halbe Jahr haben wir trotzdem geschafft. Naja, siehst du. Ne? Mit und ohne Hindernissen. Ja, kommen wir jetzt zum Juli. Im Juli hatten wir dann ja auch unseren Tippspielsieger gefunden. Für uns ging es in der dritten Liga los. Im Hintergrund haben wir in einer Antirassismus-Aktion gearbeitet. Ja. Der hing dann auch im ersten Heimspiel, also am zweiten Spieltag, kurz in der Südkurve, unser Banner. Der ist da so ein bisschen untergegangen. Das war zwar gut zu sehen, aber es war trotzdem ja, irgendwo untergegangen. Ne? Jetzt ist so ein Teil mit 10 Meter Länge auch gerade nicht gerade leicht, beziehungsweise nicht handlich. Und wir haben dann mit Eintracht gesprochen, dass wir den vielleicht an der Dauerplatzierung, wir hatten uns einen Platz ausgesucht, der war dann eher suboptimal. Also das ließen die Bestimmungen einfach nicht zu, dass wir den da hinten aufhängen können. Wir haben dann einen anderen Platz zur Verfügung gestellt gekriegt, der mir persönlich sogar noch viel besser gefällt. Ja, ich finde den auch gut. Weil jetzt sieht man den Banner auch außerhalb der Spieltage von der Hamburger Straße, wenn man am Stein vorbeifährt. Ja, und das fand ich ganz gut auch. Ja. Das ist richtig toll. Da sieht man unsere Botschaft, dass wir gegen Rassismus sind. In dem Zusammenhang nochmal danke an Basti Böhm, der das ermöglicht hat. Ne? Basti, geh da raus. Ja, sehr unkompliziert. Ich glaube, nächstes Mal müssen wir das wirklich mit Schnaps machen oder so, weil Kaffee ist. Ja, dann muss ich aber irgendwann nach Hause fahren. Ja. Und nicht in der Woche. Ja. Also von daher vielen Dank. Das finde ich toll, dass unser Banner da hängt. Ja. Und sportlich ist man mit 0:0 in Kaiserslautern gestartet. Das war jetzt ein Spiel, kann ich eigentlich schlecht bewerten. Das war ein Hin und Her, es hätte so oder so ausgehen können. Ne? Die Chance war da zu gewinnen, aber nicht so wirklich. Schlimmer war dann das erste Heimspiel gegen Viktoria Berlin. Der Aufsteiger kam.
guter und Gegner eigentlich, aber naja. Eigentlich ein guter Gegner. Ja. Aber wahrscheinlich hat man sich in der Kabine gedacht, die hauen wir 4-0 weg oder 5-0 oder. Also das Ergebnis schien zumindest bei den meisten Spielern in den Kopf irgendwo schon festgestanden zu haben. Ich denke mal auch bei den Fans. Ne? Also. Ja, natürlich auch bei uns, gar keine Frage. Aber es, da wurden die PS, die wir haben, null auf die Straße gebracht. Ja. So gar nicht. Ne? Das war also, naja. Egal, also nach zwei Spielen ein Punkt, den wir in Kaiserslautern geholt hatten. Tabellenplatz 18. Fehlstart kann man jetzt nicht sagen. Es waren ja erst zwei Spiele, aber das ist auf jeden Fall doof gelaufen. Richtig doof gelaufen. Ja. Ich habe mir hier noch so die eine oder andere Frage notiert. Ne? Du weißt, ich bin da ja, ja so ein bisschen nett. Ja, ja, jetzt ist die Saison losgegangen. Was hältst du denn von den neuen Spielern, die wir so haben? Irgendwie habe ich mir gedacht, du fragst mich sowas. Und das ist irgendwie ziemlich schwierig für mich. Und also was heißt für mich? Ja doch, aber ich muss sagen, neue Spieler brauchen wir bei mir persönlich ein bisschen. Also ich finde die nicht schlecht, gar keine Frage. Sticht für mich persönlich jetzt auch erstmal keiner so groß raus. Ich weiß gar nicht, mir ist das einfach mal aufgefallen. Das habe ich zu Hause gesehen, das Spiel. Das war gegen Havelse, das letzte Spiel, das Auswärtsspiel. Da hat dann auch der Kommentator irgendwie gesagt, dass wir schon so viele Torschützen haben. Viele neue dabei. Sind alle nicht schlecht, aber man braucht bei mir immer so ein bisschen, damit man so mein Herz wächst. Ne? Mhm. Und deswegen bin ich ja halt immer, du weißt ganz genau, wer mein Lieblingsspieler ist. Und ich habe ja auch noch, wer mein Lieblingsspieler ist, ich habe ja auch noch andere Feldspieler, die ich ganz gut finde. Aber bei den Neuen, ich finde sie alle erstmal auf jeden Fall nicht schlecht. Die bringen frischen Wind rein auf jeden Fall, allesamt. Also die ganze Mannschaft hat, finde ich, einen frischen Wind mittlerweile bekommen. Und ich möchte da jetzt auch noch keinen direkt rausstechen. Also kann ich noch gar nicht für mich von den Neuen. Also namentlich muss man ja einen zumindest erwähnen, ne? Laien, Lauberbach, ne? Ja. Scheint ja zu uns zu passen wie Faust aufs Auge. Ja, von daher kann man eigentlich nur den Spielern sagen, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Gebt Gas, wir stehen hinter euch. Und dass wir möglichst viele Siege mit euch feiern können. Ne? In dem Zusammenhang, Grüße gehen raus an die Mannschaft. Oder? Ja, Grüße an die Mannschaft. Prost. Ja, so, dann sind wir jetzt im August. August. Kriege ich eigentlich so auch nicht mehr hin, aber na, vielleicht kann ich das mit Ton unterlegen, so Trommelwirbel. Doch, ich glaube, das geht. Nein. Das kannst du auch sogar mal in PowerPoint machen. Nimm was auf. So, ja, auch wir hatten, wie gesagt, aufgrund dieser gewissen Situation halt immer ein bisschen Probleme, irgendwas zu planen. Irgendwas war immer. Es war sehr schwierig. Wir waren auch noch in der Haupturlaubszeit. Mhm. Da ist der August ja nun mal prädestiniert für, so was Ferien angeht und so weiter. Und da ging es eigentlich nur um Fußball. Also wir hatten ja zum Glück unsere Eintracht. Im DFB-Pokal traf man dann mal wieder auf den Hamburger SV. Und leider ging das Spiel knapp verloren mit 1-2. Auch da hätte man sich ja, als Sieger aus diesem Spiel verabschieden können. Da war der HSV ein bisschen cleverer. Ist auch 1-0 in Führung gegangen. Wir haben dann relativ schnell das 1-1 gemacht. Aber am Ende reichte dann die Kraft irgendwo nicht mehr. Na ja, gut, und dann war man halt auch schon wieder raus aus dem Pokalwettbewerb. Erstmal wurde es dann Montagabends, ne, als man mit 2-0 auswärts gewonnen hatte. Im Heimspiel gegen Zwickau konnte man dann auch noch mit 2-0 gewinnen. Und gegen den SCFR im Auswärtsspiel sogar 3-0 hinterherlegen. Da sah das alles schon wieder viel, viel besser aus. Also da war unsere Fußballwelt schon wieder eine ganz andere. Und mit einem 1-1 gegen die Münchner Löwen war man tatsächlich auch nur 2 Punkte hinter Tabellenführer Viktoria Berlin, was wahrscheinlich anfangs auch keiner gedacht hätte, auf Platz 4 in der Tabelle. Ja. Ja. So. Was erwartest du denn jetzt noch von Viktoria Berlin in dieser Saison? Tja, das ist eine gute Frage. Also sie sind ja gut gestartet, sind jetzt so ein bisschen wieder abgerutscht. Ne? Es ist
jetzt mehr so ein Spiel um Platz 2. Magdeburg ist ja ein bisschen weiter vor jetzt. Ja, ja. Nur ein bisschen weiter, ne? Ja, weiß ich nicht, was ich da erwarte, kann ich eigentlich sagen. Also, was ich auf jeden Fall erwarte, oder nein, so will ich das auch nicht sagen, ich möchte gar nicht über Viktoria Berlin sprechen. Ich möchte wirklich das, was ich vorhin schon gesagt habe, Eintracht soll mal ruhig wieder aufsteigen und wir festigen uns dann in der zweiten. Okay, beruhigen Sie sich? Ja. Na, wir kommen jetzt zum September. Das ist gut, September ist... Gut. Ihr seht also, wir sind jetzt auch schon, naja, bald durch, ne? Wir sind schon im September angelangt. Zufälliger Besuch im Tagestreff und die haben uns dann erzählt, Kaffeemaschine ist defekt. Dann haben wir mal ganz kurz ein bisschen telefoniert und mit unserem Caterer ASH, also aus dem Stadion ASH Catering, Giancarlo, hatten wir sofort eine neue Kaffeemaschine. Das war top. Ja, Giancarlo, bester Mann im Stall. Ist einfach so. Grüße gehen raus. An Giancarlo. So, und dann haben wir auch schon angefangen, Magdeburg zu planen, als Auswärtsfahrt. Oh ja, oh ja. Also für viele, die sich da jetzt nicht dran erinnern können, bei einem Turnier, der Kativa ausgerichtet hat, hat die Fanszene uns 1000 Euro zukommen lassen, dass wir eine Inklusionsfahrt machen können. Das war das 9. Kativa-Hallenturnier. Genau. Du hast da gute Erinnerungen dran, ne? Nicht gar keine. Ja, muss ja auch bis zum Schluss bleiben. Ne? Ja, das war feucht. Ich durfte bis zum Schluss bleiben. Ja, ich weiß schon, warum ich manchmal etwas eher gehe. Ja, ja. Die meisten können gar nicht abschätzen, was das für ein Aufwand ist, so eine Fahrt zu planen. Also vom Bus über die Mitglieder der Lebenshilfe, die wir sehr gerne mitgenommen hätten, ja, dass da alles läuft und also ganz viele Vorbereitungen, die im Vorfeld da gewesen sind. Da möchte ich ganz kurz mal einhaken, weil man muss ja sagen, allein auch schon ja, die Mitglieder abzufragen und darzustellen oder beziehungsweise zu sagen, ja, ne, also was kommt dann auf euch zu, also sprich, ne, was müssen wir, also jetzt nicht bei der Lebenshilfe, aber bei den anderen, soll ja eine Inklusionsfahrt werden, allein dieses alles zu koordinieren, wer kommt mit, wer bezahlt was, wer ist, sage ich mal, ja, davon befreit dann, ist auch immer schon ein Riesenaufwand und da hilft uns für die Lebenshilfe Anna halt auch wirklich immer extrem. Ne? Und deswegen gehen ganz wichtige Grüße raus an Anna. Ne? Ohne Grüße. Anna wäre es sehr, sehr schwierig, danke, das alles noch zu handeln. Grüße. Das war mir nochmal wichtig, weil das ist wirklich... Ja, das stimmt. Weil selbst in der Lebenshilfe ist ja auch nochmal... da kann man ja nicht, oder spricht man erstmal ja nicht sofort jeden Einzelnen, die sind ja auch alle verteilt, ziemlich genau. Ein Punkt und das muss ja auch koordiniert werden. Gerade in der Situation für uns auch nicht einfach dahin zu kommen. Nee, momentan sowieso nicht. Ja. Und wir sind auch froh, dass wir Anna haben, die uns da doch wirklich gut unterstützt, ja, und unter die Arme greift. Und man merkt auch immer wieder, das ist die Kommunikation innerhalb der Lebenshilfe ist nicht einfach, weil die eben auch verstreut sind. Ja. Also das muss man auch ganz klar so sagen. Gut, weiter im Text. Ich habe mich ein bisschen rausgebracht, tut mir leid. Nö, das macht nichts. Okay. Fußball wurde dann auch gespielt, gleich doppelt. Ne, unsere zweite hat dann auch angefangen mit ihrer Saison. Ne, Grüße gehen raus an die zweite. Ja. So, mein Becher ist leer. Ich kann nicht mehr grüßen. Da müssen wir jetzt essen oder so. Ja, oder nochmal Werbung halt, ne? Irgendwas fällt uns schon noch ein. Bei der zweiten ist es eben so, dass wir da auch den Ordnungsdienst stellen. Und da nochmal ganz herzlichen Dank an Sabrina, Julia, Achim, Gonzo, Waldi, Thomas und Marcel. Vielen Dank, dass ihr uns da unterstützt. Beziehungsweise auch die zweite, dass wir da immer einen geregelten Ordnungsdienst haben und wir wirklich dadurch auch viel näher an die zweite rangerutscht sind. Wir betrachten das eigentlich schon fast als unsere, auch wenn wir sie nicht bezahlen. Ja, ja. So unsere, ja, Mannschaft. Auch, ja. Ne? Und ich fahre auch sehr gerne mit der zweiten. Ich, ja, kann sich daran erinnern, letztes Jahr nach Vosfeld oder vorletztes Jahr war es. Wo wir quasi fast nur Sicherheitsspiel draus gemacht hätten, ne? Genau. Ja, nee, ja, nicht gemacht hätten, haben. Ja, wir hatten natürlich eine Hundertschaft, war es aber nur, die da waren. Ne? Nee, war ja wirklich so. Aber
ich würde das jetzt, als muss ich nochmal ganz kurz einhaken zu dem Punkt, vorher zu dem Ordnungsdienst. Ja, also auch der Ordnungsdienst weiß, ich bin da nicht ganz so aktiv wie Bödi, der eigentlich jedes Spiel bereitsvoten ist, mit unserem Ordnungsdienst. Und ich würde es unfair finden, wenn wir auf die jetzt nicht trinken würden. Deswegen würde ich sagen, trinken wir nach der Werbung. Wir trinken nach der Werbung, wir holen das gleich nach. Genau. So. So, wir sind wieder zurück. Ja. Jetzt wollen wir natürlich auch die Grüße nachholen, ne? Ja. An unsere Unterstützer bei der zweiten. Genau. Boah, drei Kaffee auf dem späten Nachmittag, ich kann heute nicht schlafen. Ja, komisch. Wenn ich Kaffee trinke, kann ich nicht schlafen. Okay, lass mal so stehen. Weiter im Text. Nein, wenn ich schlafe, kann ich keinen Kaffee trinken. So ist richtig. Ja. Ja. Die erste Mannschaft hatte dann auch ein Auswärtsspiel in Freiburg verschieben müssen, hat das aber gewonnen, das Nachholspiel mit 1:0. War auch ein schönes Spiel. Ja. Im Halbspiel gegen den VfL Osnabrück spielte man dann 2:2. Und in Duisburg, da war ich im Urlaub, nach einem 3:0 Rückstand, ich wollte eigentlich die Bar schon verlassen, ist man dann aber doch noch auf 3:2 rangekommen. Ja, gegen unsere Freunde aus Mannheim haben wir dann auch nur 0:0 gespielt, waren damit wieder Tabellenachter. Aber bis zum Spitzenreiter Magdeburg waren es nur 3 Punkte. Also wir hatten 16, die 19, da war noch alles drin. Das war so ja, das Ereignisreichste aus dem September eigentlich. Und wo wir schon dabei waren, so die Auswärtsfahrt zu planen und so, was macht für dich eigentlich die Faszination Fanclub aus? Also speziell jetzt unseren Fanclub. Ja, also was die Faszination daran ist. Also ich habe dir ja damals ganz, ganz am Anfang gesagt, dass ich das total geil finde, diese Idee, die da auch schon im Raum stand, schon seit längerem, weil ich mich einfach irgendwo mit einbringen wollte, weil ich das wichtig fand und ich fand das halt eine total geile Aktion oder immer noch geile Aktion eigentlich, dass halt wirklich diese Inklusion bei uns herrscht. Also wir haben ja von A bis Z, wir haben alles. Ne? Also egal welche Behinderung, ne? Es ist normale, ne, dick, dünn, wie auch immer, es ist wirklich alles dabei und das finde ich macht es einfach so extrem aus. Und dann halt auch diese Herausforderung, jedem irgendwo gerecht zu werden. Also, ne, dass wir wirklich versuchen, ne, Inklusion voranzutreiben, auch mit dem Fanclub und ja, uns da die Gedanken machen. Und es macht dann ja auch sehr viel Spaß oder man lernt viel Neues. Also für mich war es ja am Anfang auch sehr viel Neuland. Und an was man so alles denken muss und wen man so alles kennenlernt und wie die Leute drauf sind und wie die Leute dann halt auch mit ihren Behinderungen umgehen, also ihren Einschränkungen. Also das macht es eigentlich für mich groß aus, halt, ne? Und dass wir halt alle eine Familie sind, alle ein Ziel verfolgen und das heißt, ja, Eintracht zu unterstützen und immer weiter voranzutreiben. Mhm. Nochmal so ganz kurz zur Fanclub-Geschichte. Also 2016 bin ich das erste Mal angesprochen worden von der Lebenshilfe, von Antonia, die mich eingeladen hatte und gefragt hatte, ob ich nicht mal kommen will. Dann hatten wir uns, oder hatte ich mich mit Frank Rogalski getroffen. Die wollten eigentlich innerhalb der Lebenshilfe so einen eigenen Fanclub machen. Und ich hatte damals dann schon die Frage gestellt, wie sieht es denn aus, warum wollte er das denn nicht offen machen? Also warum nur Lebenshilfe intern mehr oder weniger? Und da war es so, die hätten es ganz gerne gehabt, wenn ich das übernehme, wo ich gesagt habe, boah Leute, das schaffe ich nicht, das ist mir dann zu viel und alleine. Und dann zog sich das so ein bisschen bis naja, Ende 2017, dann hatte ich auch Christoph intensiver kennengelernt, wir hatten uns zusammengetan und ich hatte ihn gefragt, wie sieht es aus, kannst du dir vorstellen, so einen Fanclub zu leiten? Und dann haben wir alles in die Wege geleitet. Infoveranstaltung gemacht am 19.02.2018 war es dann auch soweit, 11 Gründungsmitglieder, wir haben quasi den Fanclub gegründet und von da an, muss man eigentlich sagen, ging es nur Steinberg auf. Ja, ne? Definitiv, definitiv. Das liegt natürlich auch an euch, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr mitmacht und wir versuchen mit ganz vielen Aktionen auch sowas wie ein Fanclub-Leben am Aufrecht
aufrechtzuerhalten, ja, was im Moment sehr schwer ist. Aber das können wir, glaube ich, sagen, wir vermissen euch. Ja, definitiv. Deswegen Grüße gehen raus an euch, alle Mitglieder. Prost, Prost. Ich glaube, danach sollte man noch ein Bier trinken, ne? Ja, eventuell, ne? Ja. Im Oktober, da sind wir jetzt angelangt, war in Vordorf der dritte und der vierte Spieltag der deutschen Amputee-Fußball-Bundesliga. Da waren wir da, haben den dritten Spieltag quasi gefilmt, so mehr oder weniger komplett. Wir haben mit dem Ralf Stellfeld auch jemanden interviewt, der selbst für die Sportfreunde Braunschweig bzw. für die Spielvereinigung Nord-Ost spielt, ein paar Fragen stellt. Das Video ist ebenfalls in der Playlist, das könnt ihr euch mal angucken. Ganz toll, was da gespielt wurde, also echt knallhart, Jungs. Wenn du schon auf Gehhilfen unterwegs bist, sich dann noch so in die Bande zu werfen, ist schon Respekt, Jungs. Das Video solltet ihr euch, wer es noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall mal antun, reinziehen. Ja. Ist ganz toll geworden. Dann haben wir die Planung nach Magdeburg intensiviert. Auch zeitgleich angefangen, die Weihnachtsfeier zu planen, weil wir brauchen ja immer einen gewissen Vorlauf. Also von der Location, über Essen, Getränke und das will alles organisiert werden. Wir haben Anna wieder mit eingeplant, die uns dann unterstützen sollte, was sie auch hervorragend gemacht hat. Ja, und die Zeiten haben sich dann leider geändert. Da kommen wir aber dann im nächsten Monat zu, im November. Auf jeden Fall hatten wir sehr intensiven Kontakt zur Brauerei Wolters, zu ASH Catering, zu Mundstock und natürlich auch die Stiftung. In dem Fall möchten wir natürlich auch die Firma Mundstock nochmal grüßen, ne? Grüße gehen raus an Lars. Ja, vielen Dank für deine Unterstützung. Ohne euch wäre das alles nicht so möglich, wie wir es denn möglich machen. Ja. Ihr habt euch super eingebracht und von daher vielen Dank. Ja, dann hat die zweite gespielt. Nach 5 Spielen, 5 Siege. Also die ist ordentlich unterwegs. Richtig starke Truppe. Es macht Spaß, denen zuzugucken. Auch wenn es nur in Anführungsstrichen die Landesliga ist. Aber wer ehrlich einen knallharten Fußball sehen möchte, der ist da genau richtig. Und das macht Spaß, den Jungs zuzugucken. Also wenn ihr Zeit habt, dann kommt vorbei. Auch wir verlosen fast zu jedem Heimspiel der zweiten 2 Eintrittskarten, damit ihr in die Gelegenheit kommt, das Spiel zu sehen. Da einfach immer wieder auf unsere Homepage www.eintracht-inklusiv.de klicken und da erhaltet ihr alle News und Nachrichten. Ja, die erste Mannschaft, ne, wildes Spiel in Saarbrücken, 2-2, Punkt mitgemacht, war gut. Schön anzusehen. Dann kam quasi deine Lieblingsmannschaft, nur in klein, ne, Borussia Dortmund, also deine zweite Liebe nach der Eintracht. Nach Eintracht natürlich, ja. Ne, kam Dortmund 2, die wir dann mit 4-2 nach Hause geschickt haben. War ein tolles Spiel, also auch da. Das war schön, ja, doch. War das gut anzusehen. Dann kam Havelse, beziehungsweise wir mussten nach Havelse, aber gar nicht nach Havelse an sich, sondern in die HDI-Arena. Und das ist schon ein bisschen spooky. Also es erinnert schon so ein bisschen an das Geisterspiel. War natürlich ein Heimspiel für uns, weil alle, die auswärts fahren, sind ja supportwillig. Ja. Und die Stimmung war dementsprechend auch gut, weil wir ja auch 4-0 dort gewonnen haben. Ja, und damit waren wir dann wieder auf Platz 2 in der Tabelle, direkt hinter Magdeburg. Ja, aber dann gab es wieder diesen Dämpfer gegen Wiesbaden. Ja. 1-2 wurde verloren. War bitter, aber das ist Fußball. Ja. Wenn wir jetzt noch ein Phrasenschwein hätten, müssen wir das nebenbei auch noch füttern. Ja, das war der Oktober. Wenn du so zurückblickst auf das Jahr, also ab heute zurück, was war so das positivste Erlebnis, was du in diesem Jahr hattest und was war so das negativste? Ja, das negativste Erlebnis, wir beziehen das ja wieder ganz stark, denke ich mal, auf unsere Eintracht, ist, dass wir wirklich zu Heimspielen
A, nicht so viele Fans zulassen konnten, beziehungsweise Eintracht nicht so viele Fans zulassen konnte, aufgrund der behördlichen Anordnung und dann teilweise halt auch dann noch nicht mal das Stadion ausgebucht war. Also das fand ich so ein bisschen schade. Die Mannschaft hätte es verdient gehabt, meiner Meinung nach. Und das hat mich wirklich so ein bisschen traurig gemacht. Also dass halt da dann doch wirklich teilweise, nicht immer, aber teilweise dann halt auch eine gewisse Stimmung gefehlt hat. Wir kennen das natürlich alles noch ganz anders, wenn ja mindestens 18.000 da sind. Ist ja schon anders, als wenn man da mit 5.000 bis 8.000 sind. Das hat mich so ein bisschen traurig gemacht, beziehungsweise fand ich nicht so toll. Was aber gut war, also die Fans, die da waren, die haben dann doch schon Randale gemacht. Ne? Also sprich Stimmung, ne? Gut supported. Das hat mir dann doch schon gut gefallen. Und man hat halt auch dann nochmal gesehen, wie viele treue Eintracht-Fans wir haben. Also auch noch Fanclub-Mitglieder. Und das fand ich sehr schön, dass da halt auch wirklich viele, gerade aus unserem Fanclub, gesagt haben, nach unseren Möglichkeiten besuchen wir auch die Heimspiele und supporten. Das stimmt, gerade so die Devs, ne? Die dann versuchen auch zu jedem Spiel zu gehen. Ja. Grüße gehen raus, ne? An die Devs. An die Devs, ne? Und ganz besonders nochmal an Kai, ne? Das stimmt, Kai, bester Mann. Ja. Nach Yassi. Der uns da wirklich gut unterstützt im Zuge der Gehörlosen und da vieles dolmetscht oder generell managt, dass wir da immer wieder mit denen in einem guten Austausch stehen. Also da ganz kurz zu Kai, also wir bereiten was vor, Kai bekommt es, verteilt es unter die Devs. Also heißt nicht, dass wir nur mit Kai von den Devs Kontakt haben, auch mit allen, aber wie gesagt, Kai erstmal so ähnlich wie Anna Lebenshilfe, wir bereiten es vor, Anna kriegt es, Kai kriegt es und dafür danke Kai. Ne? Ja, dann kam der November. Um nochmal kurz zurückzukommen, das stimmt, unsere Mannschaft hat, glaube ich, auch wenn es nur in Anführungsstrichen die dritte Liga ist und die Erwartungen im Braunschweig generell immer höher liegen als dritte Liga, mindestens zweite, hat es die Mannschaft aber auch verdient, dass ihr sie unterstützt. Es wäre schön, wenn die Zuschauerzahl dann auch steigen würde. Jetzt wird das Wetter natürlich noch schlechter, was jetzt auch nicht wirklich jeden so hinterm Ofen vorlockt. Ne? Wahrscheinlich hat der ein oder andere auch gemerkt, wie schön das ist, zu Hause Fußball zu gucken. Kommt dazu, teilweise blieb einem auch nichts anderes übrig. Teilweise wurde man zu gezwungen, ja. Persönlich schätze ich aber doch die Atmosphäre im Stadion. Ne? Also allein das Miteinander, das Spielgeschehen, was da so drumherum ist, das macht den Reiz des Stadions eigentlich aus. Ja. Ich weiß nicht, guckst du lieber am Fernseher oder bist du lieber im Stadion? Ich bin generell lieber im Stadion. Also das auf jeden Fall. Das ist vielleicht was ganz anderes. Ne? Also sonst hätte Daniel sicherlich auch die Zeitlupe oder wiederholt gesehen. Ne? Der hätte sich gedacht, Mensch, vielleicht wäre ich da doch zu Hause geblieben. Ne? Ja. Dann kam der November. Jetzt sind wir im November. Jetzt sind wir im November. Die Entwicklung war doch relativ rasant. Ne? Also wir haben Magdeburg ja geplant, oder die Weihnachtsfeier so mit 3G. Ne? Also geplant war 3G. Geimpft, genesen, gechippt. Genau. Also konnte man sich draußen bargeldlos bezahlen oder telefonieren. Ja, genau. Ne? Ja. Also Ehemänner sind halt im Normalfall auch noch gechippt, ne? Aber das heißt natürlich auch getestet. Dann wurde die Luft wirklich für uns immer dünner und wir mussten uns irgendwann mal entscheiden. Das war richtig bitter. Schwierig und lange hin und her überlege. Ne? Ja, also das war für uns jetzt auch ein Schlag ins Gesicht, mehr oder weniger, dass die Fallzahlen so hoch wurden. Und dann kam die Nachricht aus der Lebenshilfe, dass die nicht mitfahren dürfen. Natürlich trägt auch da die Leitung der Lebenshilfe eine Verantwortung. Und auch dieser Verantwortung konnten und wollten wir uns nicht entziehen. Das heißt also auch, wir hatten ursprünglich mit 3G geplant. Hätten dann, nachdem am Dienstag vor dem Spiel in Magdeburg die 2G quasi ausgerufen wurde, da hatten wir aber schon abgesagt, nachziehen müssen auf 2G. Ich glaube, dann hätten wir nur noch 25% im Bus gehabt. Das wäre ein finanzielles Fiasko für uns geworden. Und
Weihnachtsreise absagen müssen, in dem Zuge dann auch gleich die Weihnachtsfeier absagen müssen, was uns wieder mal sehr trifft, weil wir gerne was mit euch zusammen unternommen hätten, auch gerne mal wieder alle so auf einen Haufen gesehen hätten. Ja, wäre mal wieder schön gewesen nach so langer Zeit. Ne? Vereinzelt konnte man ja den einen oder anderen treffen oder auch die eine oder andere kleine Gruppe im Stadion zum Beispiel, aber mal so wieder alle zusammen fehlt. Also ich muss sagen, jetzt habe ich ein Jahr lang diese Mütze, also ja, habe ich gesehen, ne? Diese Mütze getragen, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt juckt mir der Pelz. Das, ja. Ja, das war schon richtig bitter für uns. Zum Glück, vielen Dank an euch, sind wir auf mehr Verständnis getroffen, ja, als wir erwartet hatten. Ja, wir hatten gedacht, da gibt es bei dem einen oder anderen doch etwas Unverständnis für. Aber das Risiko konnten wir einfach nicht eingehen. Das, wenn da auch nur einer im Bus gewesen wäre, hätten wir es uns nicht verzeihen können. Das hätten wir uns nicht verzeihen können und den Shitstorm hätten wir wahrscheinlich auch nicht überlebt. Nee. Ja. Wir haben dann aber trotzdem noch reagiert für die Lebenshilfe, noch, also unsere Mitglieder, die wahrscheinlich vor lauter Aufregung vom Zeitpunkt an, dass sie mitfahren nach Magdeburg, bis hin zur Absage nicht mehr geschlafen haben, ja, vor lauter Aufregung, haben wir gedacht, wir müssen die Weihnachtszeit noch irgendwie versüßen. Wir haben Adventskalender besorgt. Und hier nochmal vielen Dank an Stefan Röther, der die hier abgeholt hat und dann auch in der Lebenshilfe verteilt hat. Die schicken uns Fotos. Also wir haben wirklich Menschen glücklich gemacht und da habt ihr dann auch wieder so ein kleines Stück zu beigetragen, weil es waren ein paar unter euch, die nicht gebrauchte Eintracht-Klamotten, ja, abgegeben haben und man sich in der Lebenshilfe da wirklich drüber gefreut hat. Dafür vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und da würde ich sagen, Stefan Röther. Grüße gehen raus. Ja. Danke, Stefan. Danke. Ja, Silvi, Nati. Silvi, Nati, Nuray. Nuray, alle anderen, die mitgeholfen haben. Genau. Danke. Grüße gehen raus. Machen wir das mal zusammen so. Dafür einen großen Schluck. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr jedes Mal mitgetrunken habt. Ja, und was? Was? Vielleicht muss er eine, zwei oder dreimal gucken, um das Ende zu erleben, wenn er jedes Mal mitspielt. Ja, weißt du was, ich mache einen Selbstversuch. Wenn ich mir das Video angucke, werde ich Bier dazu trinken und bei jedem Mal anstoßen oder Prost, welchen Schluck Bier nehmen, dann gucke ich mal, wie ich danach dann aussehe und ob das gut gewesen wäre mit mir oder nicht. Ja, aber nicht vergessen, in die Kommentare zu schreiben, ne? Ja. Dürft ihr gerne auch tun. Ja, apropos Kommentare, fällt mir gerade so ein. Ihr dürft dann natürlich auch reinschreiben, wie euch das Video gefallen hat. Auch bitte, das würde uns interessieren. Wie kommt das bei euch an? Ja. Ne? Wir sind ja noch jung in der Entwicklungsphase. Wir versuchen immer mal so ein bisschen was. Und da ist natürlich auch die Entwicklung für uns ganz wichtig. Wie findet ihr unsere Videos? Was für Videos sollten wir drehen? Vielleicht habt ihr auch Ideen für Challenges. Vielleicht wollt ihr Christoph mal als Frau über den Wohlweg laufen sehen. Möglicherweise. Möglicherweise, ne? Spendenziel, hast du nicht gesehen. Ja, klar. Wir verbinden das einmal mit irgendwas Positivem. Ja. Ne? Wie heißt dieser Fisch, den du gegessen hast? Ja, was heißt Sörströming? Sörströming. Ja. Ne? Wer das nicht weiß, was ist dieser Stinkefisch? Ein widerliches Zeug. Allein beim Dose öffnen ist man wohl schon. Ja, ja. Da gibt es auch nur interne Videos, die werden noch nicht veröffentlicht, aber ja, wer das mal gemacht hat, weiß, wovon ich spreche. Und sogar die Reste müssen irgendwie auf Sondermüll entsorgt, ja, werden. Genau, selbst die. Alles möglich, ne? Wenn Pödi da mal so einen Fisch schlucken soll. Ja, aber das kostet richtig viel, wenn der so einen Schluck, so einen Fisch schlucken muss. So viel könnt ihr gar nicht spenden. Nein, aber auch nochmal ganz kurz, also wichtig, sagt uns, was wir anders machen können, was wir anders machen sollen, was ihr sehen wollt, ob es zu lang ist, ob es zu kurz ist, ob es öfter sein soll, dass wir vor die Kamera treten oder ob wir es besser ganz lassen sollten. Das versuchen wir übrigens auch. Also wir sind jetzt nicht so, dass wir uns drum prügeln. Ja. Wir versuchen schon, das abzuwälzen, wo es geht, aber in dem Fall, ja, er sollte für uns den Jahresrückblick machen. Ja, und Jahresrückblick da auch nochmal, vielleicht nicht zur Verteilung, aber der dauert halt natürlich einen kleinen Tucken. Man kann ihn vielleicht verkürzen oder verlängern, aber das könnt ihr bitte und gerne in die Kommentare schreiben. Ja. Und wenn ihr schon dabei seid, ne, Daumen hoch, hilft uns im Algorithmus, ja, nach oben, genau, zu kommen. Ja, genau, und hier diese Glocke. Ne? Glocke, genau, Glocke. Ne? Grüße gehen raus an die Glocke. Grüße gehen raus an die Glocke. Gut, weiter im Text. So.
Ja, zweite immer noch erfolgreich unterwegs, hatte aber im November schon 2 Spiele weniger, war aber trotzdem noch auf Platz 4 in der Tabelle. Mhm. Jetzt ist, kommen wir im Dezember vielleicht noch. Ich wollte gerade sagen, ist... ja, wir sind dann nach Magdeburg gefahren. Ja, wir haben da vor 2 Jahren oder 2,5 Jahren aber 4-2 gewonnen. Ja, mit meiner ersten Riesenbierdusche. Ja, Kobylanski-Toren. Ja. Und Jägermeister im Bus. Und Jägermeister im Bus, genau. Ja. Und da habe ich noch gesagt, wir steigen auf. Ja, das stimmt. Ja. Da habe ich noch gesagt, wir steigen auf und sind dann auch aufgestiegen. Richtig, ja. Deswegen waren die Erwartungen natürlich hoch, wieder in Magdeburg zu gewinnen und aufzusteigen. Unsere Freunde in Magdeburg werden es uns nachsehen. Ihr dürft gerne mit aufsteigen, aber wir als erstes, ne? Ja. Also Braunschweig, Mannheim, Magdeburg. Wäre schon geil. Das wäre wär eine geile zweite Liga. Also Jungs, strengt euch an. Also nicht nur unsere Jungs, sondern auch Magdeburg und Mannheim. Ja, dann grüße an Magdeburg und Mannheim, ne? Genau. Weiter so offen. Ja. Es wird echt spannend, wenn ich das mal mit Bier nachspiele. Aber gut. Naja, das Heimspiel gegen Türkgücü konnten wir 2-0 gewinnen. Mhm. Auch ein leichter Fauxpas, was die Aufkleber angeht. Aber ja, das weiß man jetzt nicht. Nein, das ist ja nicht. Ne? Es ist auch keinem aufgefallen, glaube ich, außer uns. Dann, ne? Aber die Aufkleber sind noch da, hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ja. Im Nachholspiel in Würzburg konnten wir 2-0 gewinnen. Mhm. Auch schön. Aber da war mehr drin. Ja. Da war definitiv mehr drin. Da hätte man sicherlich bisschen was fürs Torverhältnis tun können. Ja. Aber gut. Ja, das war der November, wollen wir im Dezember? Ja, herzlich willkommen Dezember, ne? Dann sind wir jetzt im Dezember. Also, wir haben das Beste versucht für euch rauszuholen. Zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt dieses Video drehen, läuft auf unserer Homepage noch die Spendenaktion. Und geplante Tag des Videos ist der 12. Dezember. Das heißt also, ihr hättet, wenn ihr auf die Homepage geht, noch die Möglichkeit, an der Tombola teilzunehmen. Und auch an unserer Spendenaktion und oder von daher einfach mal draufklicken, Gutes tun. Man kann mit relativ wenig eventuell sogar noch Weihnachtsgeschenke gewinnen. Ja. Ne? Tolle Preise, die wir da haben. Ich weiß gar nicht, wie viel. Zur Auswärtsfahrt hatten wir, glaube ich, 7. Ja, 7. Und da wollen wir ja eigentlich noch. Also es werden schon ein paar Preise werden. Es lohnt sich da. Definitiv. Doch Lose zu kaufen, ne? Ja. Wo da noch gar nicht so viel los ist, aber bei Spenden ist schon was los. Ja, das ist schön. Ja. Also gebt euer Bestes, wir zählen auf euch. Tierschutz und Obdachlose, ja. Also alle, die quasi Hilfe brauchen, liegen uns am Herzen. Es wird so viel gespendet in Deutschland und meistens werden diejenigen vergessen, die es am nötigsten haben. Natürlich auch für Kinder und Behinderte und. Es ist alles wichtig. Aber es gibt ein paar, denen geht es halt noch schlechter. Und an die sollte man auch denken und das versuchen wir zu tun. Jetzt ist im Dezember. Also auch die zweite musste den Ligabetrieb einstellen, da lief dann nichts mehr. Für uns als Ordnungsdienst gut, bei dem scheiß Wetter nicht mehr draußen stehen zu müssen. Auf der anderen Seite natürlich schlecht für unsere Jungs, die gerade so einen Lauf hatten und echt gut gespielt haben. Hoffentlich wird die Saison im nächsten Jahr fortgeführt, dass der Ligabetrieb also nicht komplett zum Liegen kommt und dann wieder alles annulliert wird. Und das wäre echt schade für die Jungs. Bleibt also abzuwarten, wie es da so ist. Wir haben eine Einladung gekriegt von den Ibbenbüren Kickers. Ibbenbürener Kickers, so heißt es richtig. Zu einem Inklusionsturnier am 2.7.22, also den Tag auch schon mal freihalten. Das werden wir dann im nächsten Jahr auf die Homepage bringen, dass ihr euch den Tag freihaltet. Wir würden da Samstag früh hinfahren, Samstagabend wieder zurück. Und das ist eine ganz tolle Sache. Die sind auch in diesem Jahr mit der Sepp Herberger Urkunde oder Preis ausgezeichnet worden. Also ganz tolle Geschichte da. Grüße nach Marcel Grabo, ne? Vielen Dank für die Einladung. Danke. Ach, ich glaube, ich fange schon an zu zittern. Ja. Da freue ich mich schon drauf. Das wird sicherlich wieder ein spannender Spieltag für uns. Gerade so zum Netzwerken, Kontakte knüpfen.
Und wir würden uns da echt freuen, wenn da ganz viele von euch mitfahren, damit wir da dann eben auch ein bisschen Spaß haben können. Wie gesagt, wir wollten da jetzt nicht unbedingt übernachten. Die Möglichkeit hätte auch bestanden, aber wir fahren da ungefähr 2 Stunden hin und 2 Stunden wieder zurück. Und das Turnier geht um 11 Uhr los. Das ist alles machbar. Sollte machbar sein, ne? Ja. Selbst wenn es um 10 losgeht, ist das auch noch machbar. Ja. Und dann sind wir eigentlich schon, nein, eigentlich lässt immer so die Hintertür offen. Richtig. Ne? Dann sind wir bei unserem Ende angekommen des Jahresrückblicks. Wir hoffen, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Christoph, wie ist es bei dir? Ja, also ich hoffe, wie gesagt, euch hat es Spaß gemacht und wie gesagt, wir freuen uns auf Kritik. Sei es positiv. Sie ist eigentlich immer positiv, die Kritik. Konstruktiv, ja. Ja, und ja, wir freuen uns über Anregungen, Fragen, wie gesagt, was wir auch erwähnt haben oder würdet ihr auch, ob wir irgendwelche Challenges noch machen wollen, was ihr sehen wollt, was ihr von uns hören wollt, ja, ob wir irgendwas anders machen sollen, das ist nochmal ganz wichtig und ja, ich hoffe, dass ihr halt uns auch weiterhin im nächsten Jahr treu bleibt, dass wir hoffentlich auch mit euch wieder einige Sachen unternehmen können. Ja, das würde ich so abschließend dazu nochmal sagen wollen, auf jeden Fall. Ne? Also ja, vielleicht kommt nächstes Jahr dann tatsächlich Cristiano Ronaldo oder Lewandowski. Möglich, alles vorbei. Ist möglich. Ne? Ja. Wer weiß es. Liegt an euch, wie groß jetzt der Support ist. Ne? Wenn das jetzt um die Welt geht, ne? dann vielleicht. Ne? Boah, 1,7 Millionen Abonnenten, dann wäre es vielleicht etwas einfacher. Ja, ja. Aber ja, dir, Christoph, vielen Dank, dass du dich quasi den Fragen gestellt hast. Euch vielen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, ihr verfolgt uns weiter ordentlich mit Daumen hoch und Playlist rauf und runter gucken. In diesem Sinne bleibt eigentlich nicht viel zu sagen. Wir haben genug Kaffee getrunken. Ja, definitiv. Jetzt geht's ans Essen. Wir haben es uns ja schon gemütlich gemacht hier mit Speis und Trank. Ich glaube, wir trinken noch ein Bier und dann... Genau. Ja, genau. Jeder weiß, dass ich lüge. Ja. Also, Pödi riecht dran, dann war es das für ihn, ne? Nee, aber dir auch vielen Dank, Pödi, und ja. In dem Sinne sehen wir uns hoffentlich im nächsten Jahr. Ja, bis dann. Gesund und munter. Würde ich sagen. Macht's gut, ne? Ciao.